Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um uns mal um das Thema Duftlampen, Waxmelts, Duftkerzen etc. zu drehen, möchte man sagen. Und ja, ich hatte vor einiger Zeit gefragt auf Instagram, ob ihr Lust und Interesse an so einer Art Video habt, weil ich momentan sehr gerne shoppe, was das angeht. Also es ist nicht so, dass es mein Leben bestimmt, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist momentan, bin ich schon sehr auf dem Zug Duftlämpchen und Waxmelts. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, es hat super lange gedauert, bis ich diesen Zug überhaupt bestiegen habe. Ich weiß, ganz viele sind schon seit Jahren mit ihren Wachslämpchen unterwegs und ich habe immer, also es ist immer so ein bisschen 90er für mich, ne, das sage ich ganz ehrlich. Als ich mir diese Duftlampe gekauft habe, es ist eine ganz profane weiße Duftlampe von Yankee Candle. Und als ich die ausgepackt habe, habe ich gedacht, Flashback to the 90s, Birtchen. Es hat mich extrem in mein altes Jugendzimmer zurückversetzt, muss ich sagen. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile komplett nur noch bei, eigentlich im Grunde komplett nur noch bei, mit der Duftlampe am Ackern, fast gar nicht mehr mit Kerzen. Also ich glaube, es könnte sein, dass ich jetzt zum Winter hin, wenn man es wieder ein bisschen kuscheliger haben möchte, wieder mehr Duftkerzen kaufe. Aber jetzt momentan bin ich wirklich bei diesen Melts angekommen und fühle mich auch sehr wohl damit, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nachher noch ein paar andere Duftkerzen zeigen. Und ja, dann geht's jetzt los. Ich fange mal an mit den ersten Duftmelts, die ich gekauft habe. Und zwar war das in einem Set mit der Duftlampe. Die ist, wie gesagt, von Yankee Candle. Und in diesem Set waren die Spring Love Melts mit dabei. Wer es floral mag, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Was ich gleich als erstes mal vorwegnehmen möchte, ich bin nicht der größte Fan von den Yankee Candle Melts. Ich bin generell nicht der größte Yankee Candle Fan. Ich finde, wer es halt richtig, richtig krass riechend haben möchte, der ist bei Yankee Candle, bei den Melts auf jeden Fall richtig. Die sind mir aber, wenn man die anmacht, fast schon zu krass, Freunde. Also die konnte ich, also da konnte ich wirklich nur, ihr seht, ich habe hier nur einen von benutzt bisher, weil der hat ungelogen, fast einen Monat hier war der in meiner Duftlampe. Ja, der war so krass, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, das riecht, ich bin ganz, ganz schlecht im Beschreiben von Düften, ich nehme das gleich mal vorweg. Floral, vanillig, süß, so leicht drüber süß, es ist einfach so ein Grenzgang zu Kopfweh, süß. Könnte auch ein sehr, sehr süßes Frauenparfüm sein. Es erinnert mich auch an irgendein Parfüm. Das Ding ist, das ist so ein Parfüm, wie ich es mir nie kaufen würde. Nämlich so floral, floral, Vanille, süß. Ja, es riecht schön, wenn es an ist. Es ist mir aber echt eine Spur zu viel. Und ja, es ist wirklich ein Grenzgang zu Kopfweh. Deswegen mache ich es sehr selten an. Der Duft ist nichtsdestotrotz schön floral und süß. Also es ist sehr schwer, das zu sagen. Wäre es ein bisschen weniger intensiv, fände ich es noch ein bisschen geiler. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Kandidat von Yankee Candle. Finde ich vom Duft her ein bisschen schöner. Und zwar ist das Vanille Orchidee. Der Name ist Programm, Freunde, der Name ist Programm. Und das riecht aber auch wie ein Frauenparfüm. Ich würde auch sagen, dass die Orchidee hier überwiegt. Ihr riecht definitiv Vanille, aber es ist eine sehr florale Vanille. Sehr warm, sehr weiblich. Und so ein bisschen musky. Ich hoffe, ich kann das richtig rüberbringen. Aber auch da, ich habe den Fehler gemacht, weil ich dachte, Vanille, Birtchen, Vanille, ey. Das ist ein Selbstgänger. Hau rein in die Lampe, hau rein.
Nein, Freunde. Nein, 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 nein. Also einer reicht definitiv. Ist schön, aber auch da, dadurch, dass es so intensiv ist, Grenzgang zu Kopfweh. Also, ich muss sagen, mit den Yankee Candle, da muss man vorsichtig sein. Also fand ich, was die Dosierung angeht, entweder habe ich noch nicht den richtigen Weg gefunden für die richtige Dosierung, oder die sind einfach wirklich super stark. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfinden. Dann kommen wir aber zu meinen absoluten bisher Lieblingssmells. Und zwar habe ich mir diverse Mells von Goose Creek bestellt. Ich hatte damals ein Video gesehen von Sandra. Make-up is my passion. Ich verlinke ihren Kanal mal unten in der Infobox. Ihr werdet sie wahrscheinlich vermutlich alle kennen. Sie hat in mir so ein bisschen das Interesse für diese Firma geweckt. Und ich bin dann hinterher auf die Seite Candle Dream gegangen. Keine Kooperation. Ich habe davon nichts. Kaufe da aber selber meine Melts sehr gerne ein. Und die haben eine relativ große Auswahl an Goose Creek Melts und auch zu einem fairen Preis, finde ich. Dementsprechend habe ich mir da jetzt mittlerweile einige bestellt und ich muss sagen, dass ich da zum Beispiel mit der Duftintensität, die riechen fast alle super intensiv, die ich ausprobiert habe, auch in der Lampe sehr intensiv, aber eben nicht so drüber wie die von Yankee Candle. Also die sind halt wirklich, die von Yankee Candle, die riechen für mich synthetischer, also künstlicher und einfach zu krass. Also das ist schon, und wir haben große Räume hier, ne? Also wie gesagt, ich komme mit Goose Creek wesentlich, wesentlich besser klar. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal die, die ich schon verwendet habe, die noch auf mich warten. Und meinen absoluten Favoriten zeige ich euch natürlich auch. Ich fange mal an mit einem neuen Teil. Und zwar hatte ich mir geholt Orange Grove Tree. Das ist dieses hier. So sieht das Packaging aus. Und ich bin normalerweise nicht so die Fruchttante. Aber Orange, ich habe was über für Orange. Also, und das riecht nach relativ frischer Orange. Mir war wichtig, dass das nicht so eine Solero-Eisorange ist, sondern so eine richtige Fruchtorange, weil ich finde, Solero-Eisorange, da wird einem. Komm raus! Himmelarsch. Ich finde Solero, so Sahne-Orange, da wird einem auch tendenziell gerne ein bisschen übel von. Und das riecht sehr frisch. Ich finde, witzigerweise, riecht nach Orange, aber auch wie ein richtig frischer Pfirsich. Also irgendwas so dazwischen. Sehr angenehm, sehr lecker. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann ist, wenn sie brennt. Ob sie mir dann zu fruchtkörbig ist oder ob es noch geht. Ja, habe ich noch nicht verwendet, bin ich sehr gespannt. Dann habe ich mir eins bestellt und zwar Sunset Sparkle. Da fand ich von der Duftbeschreibung das recht gut. Als die ankam, war ich tendenziell ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, dass sie nicht so doll riecht. Und nee, also ich finde, die riecht sehr dezent. Ich finde, sie riecht leicht zitrisch. Frisch, zitrisch. Ja, ich würde, also für mich riecht sie frisch und zitrisch, aber definitiv nicht Klostein-zitrisch, sondern so Limoncello-zitrisch. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, sehr, sehr angenehm. Ich bin gespannt, wie die Intensität ist, wenn ich sie in die Lampe packe. Kommen wir zu dem Duft, den wir jetzt gerade in der Lampe haben. Summer Moon. So sieht das Packaging aus. Und diese Lampe, Leute, die riecht mal 1A nach Dusch das blaue Blau für Männer. Oder Cliff. Kennt ihr Cliff? Das ist einfach 1A aquatisches Männerduschgel. Also wer das nicht mag, der ist hier definitiv falsch. Ich finde es gut. Es riecht sehr frisch. Bisschen räucherig, bisschen hölzern. Und aber einfach wirklich sehr aquatisch und frisch. Und auch sehr intensiv. Da habe ich zurzeit zwei von diesen Melt-Ecken drin. Und ich glaube, da werde ich einige Tage was von haben, Freunde. Also die ist schon intens. Sunday Drive. Dieses Teilchen hier. Klang von der Duftbeschreibung jetzt nicht wie ein Schlüpperstürmer. Aber Freunde, der ist wirklich schön. Und
Ich finde, also was ich sagen muss, diese Goose Creek Sachen, bei den Namen denken die sich schon was. Ich hatte bisher eine Art von Melt und das war diese Bubble Bath oder wie die hieß. Die habe ich auch verschenkt, weil ich die überhaupt nicht gut fand, weil die roch 1A nach Fruchtkorb. Und es hat für mich einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, dass Bubble Bath nach Fruchtkorb riecht. Deswegen hat meine Freundin sich darüber sehr gefreut. Sunday Drive allerdings riecht wirklich so, wie man sich das vorstellt. Kornblumenfell, Cabrio, floral, frisch, frische Wäsche auf der Leine. Total schön floral, frisch. Also ganz, ganz schöner Duft. Und ja, denn das Packaging, genauso dürft ihr euch das vorstellen. Ich finde, das trifft es wie Arsch auf Eimer. Patchouli Leaves. Eine neue Tarte, nennt man das so? Ein neues Paket. Das riecht 1:1 für mich nach Räucherstäbchen. 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 Ich kann es nicht, es sind für mich Räucherstäbchen. Ich bin gespannt, wie es riecht, wenn ich es in der Duftlampe habe. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass es ein bisschen frischer riecht noch. Es riecht gut, aber es riecht sehr räucherig, es riecht sehr hölzern. Was ich mag und auch definitiv riecht es nicht synthetisch, das riecht wirklich schön natürlich. Aber halt auch sehr, sehr, sehr räucherisch. Mag ich, ich bin sehr gespannt. Mahogany Driftwood, dieses hier, definitiv einer unserer Favoriten, haben wir auch schon angehabt. Und Mahogany Driftwood geht in die Richtung Sunday Drive, aber wesentlich frischer. So ein bisschen Bergwasser, Bergquelle. Das riecht wirklich so nach sauberer Wäsche und Gischt. Wisst ihr vom Meer, die Gischt, so dieses Frische. Super angenehm, ist auch ein totaler Männerduft. Mein Freund fand den auch sehr, sehr gut und der riecht sehr clean und sauber. Ein neues Päckchen, Black Leather. Und ja, also das riecht nach schwarzem Leder, Freunde. Das riecht schon sehr nach Pferdesattel, möchte ich immer sagen. Auch da hölzern. Es ist Pferdesattel. Pferdesattel. Schwarzer, kein brauner, ein schwarzer Pferdesattel. Ich kann nichts anderes sagen. Also das, was draufsteht, ist auch drin. Es ist einfach wirklich Pferdesattel, Freunde. Dann. Ein Melt, von dem ich ein bisschen enttäuscht war. Er ist nicht super schlecht, aber auch nicht kein Schlibberstürmer. Gin Tonic. Habe ich vorzugsweise für meinen Freund bestellt. Das ist Borderline-Klospülung. Frisch. Man riecht definitiv die Limette vom Allerfeinsten. Bloß der Gin fehlt so ein bisschen, wisst ihr? Also, der ist frisch. Frisch, frische, die frisch, frisch. Ebenfalls ein Melt, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist Minted Eucalyptus. Das ist dieses hier. War für mich eigentlich eine relativ sichere Bank. Ich liebe Minze, ich liebe Eukalyptus, ich liebe alle diese minzigen Düfte. Was mich hier besonders angesprochen hat, war in der Duftbeschreibung, dass es nicht nur Minze und Eukalyptus ist, sondern auch so ein bisschen Kräuter. Fräsie, ich liebe Fräsie. Mein absoluter Lieblingsblumenduft ist Fräsie. Und das riecht auch ein bisschen seifig. Ich fand aber, dass es nicht sehr doll gerochen hat, was mich etwas enttäuscht hat. Und ich fand es nicht so schlecht, aber ich fand es war jetzt auch nicht, es war auch nicht überragend, ne? Es ist definitiv für mich keine Zahnpasta- oder Kaugummi-Geschichte. Ja, es ist ein bisschen seifig, so ein bisschen Stück Seife. Wisst ihr, wie ich meine? Saubere Stück Seife. Irgendwie gut, aber auch irgendwie nicht genug. Dann haben wir Bergamot Mist. Das ist dieses Teilchen hier. Und das riecht ebenfalls nach frischer Wäsche, aber eher so. Oh. Auch da, das Bild fängt
das Gefühl dazu sehr gut ein. Nebel, frisch, aquatisch. Als wir sie anhatten, da würde ich sagen, dass definitiv dieses frische, leicht zitrische überwogen hat, aber auch nach sauberem Mann. Ja, also ich fand den auch sehr angenehm. Ist auch, würde ich sagen, ein Männerduft. Kommen wir zu den einzigen zwei Food-Düften, die ich habe. Und zwar das erste, und das hebe ich mir auf, Freunde. Ich hebe es mir auf für Pumpkin-Zeit. Für Oktober, für Herbst. Und zwar ist es der Carrot Cake. Das hier ist einmal das Packaging. Mein Freund meinte gleich, und der hasst Zimt. Oder sagen wir mal so, hassen ist zu scharf gesagt. Er mag kein Zimt. Und das riecht schon sehr zimtig. Das muss man fairerweise mal sagen. Ich weiß nicht, ob in Carrot Cake Zimt drin ist. Ich habe es noch nie gebacken. Und das riecht für mich nach Kuchen. Karotte rieche ich da überall. Also es riecht für mich nach alles, aber nicht nach Karotte. Das riecht mehr für mich nach Pumpkin Spice. Deswegen geht es auch gefühlsmäßig für mich in die Richtung. So ein bisschen marzipanig auch. Herbstkuchen. Es riecht nach einem Herbstkuchen. Also es hätte für mich auch Pumpkin Cake sein können. Also ich finde, in die Richtung passt es auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr auf den Herbst, wenn ich dieses köstliche Düftilein in meine Lampe schmeißen werde. Und etwas, was total meinen Namen schreit geradezu, ist der Coffee Shop. Dieses hier. Und das riecht, ich dachte, es riecht einfach nach Kaffee. Und ich liebe den Duft von Kaffee. Es gibt kaum etwas Geileres als den Duft von frisch gemahlenem Kaffee, wenn ihr mich fragt. Aber es riecht einfach auch da, ne? Der Name ist Programm. Mein Freund sagt, und da hat er auch nicht Unrecht mit, es hat so ein bisschen was von Mousse au Chocolat. Es riecht definitiv nach dunkler Schokolade und Kaffee und Holz. Deswegen ist Coffee Shop die richtige Bezeichnung, finde ich. Mir fällt auch gerade ein, dass die Kameraeinstellung jetzt ein bisschen besser ist. Herzlichen Glückwunsch, Birtchen. Die Pause hat was gebracht. Oh ja, also riecht auch super gut, aber auch das ist für mich eher so ein Herbst- und Winterduft. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt in die Duftlampe packen würde, weil dafür ist er mir zu schwer. Aber ich freue mich wahnsinnig auf den Herbst, wenn ich das Düftchen zündeln werde. Und als letztes zeige ich euch jetzt meinen absoluten Favoriten von Goose Creek. Und zwar ist es der Duft A Day in the Sun. Das riecht... Ich habe von Yankee Candle einen Duft, den habe ich immer gesucht und habe ihn hier in Deutschland nie gefunden. Und zwar hieß der Sun and Sands. Ich weiß, es gibt einen Duft, der heißt Pink Sands. Den mag ich überhaupt nicht. Aber es gibt den Duft Sun and Sands und der riecht für mich original nach Sonnencreme. Und dieser hier, A Day in the Sun, ist der dichteste Sonnencreme, der dichteste Sonnencreme-Duft. Himmelarsch. Das riecht nach Sonnen, wenn ich jetzt sage, es riecht nach sonnenverbrannter Haut. Es riecht natürlich nicht verbrannter Haut, aber es riecht nach Sonnenbad, Nivea-Creme. Oh. Oh. Parfums. Eine Mischung aus Jill Sander Sun und J.Lo Glow. Kennt ihr J.Lo Glow? Es ist eins meiner Lieblingsparfums, jeder, der mich kennt. Weiß, dass das eine geheime Information ist. Und ich liebe auch. Also, Jill Sander Sun, das ist ja so ein, der polarisiert ja sehr. Also, ich liebe ihn. Mich erinnert der unglaublich an den Sommer. Und dieser Meld, ne? Ich habe mir ein Backup besorgt, Freunde. Ich habe mir ein Backup besorgt, ja? Und ich mache das hier erst seit Mai oder so. Oh, also, ne, ich kann da Stunden dran. Ich kann da Stunden. Meine Nase, Haare, winke schon. Oh, es ist... Also, wenn ihr euch einen besorgt... Radiert das weg. Wenn ihr euch ein Duftmeld von den Goose Creek Melts besorgt, dann holt euch auf jeden Fall Day in the Sun. Also das ist... Holt euch den und denkt an mich. So, dann wollte ich
das war es übrigens zum Thema Melts. Das sind so die, die ich jetzt habe. Ich werde mir garantiert die nächsten Monate noch mehr besorgen. Aber das sind wirklich so die, die ich total schön finde, die ich schon ausprobiert habe, die, die ich nicht so gut finde. Ich werde euch aus Spaß nochmal unten in die Infobox mein Ranking 1 bis 5 mal schreiben, damit ihr so eine Tendenz habt, was mir gut gefällt. Falls es euch interessiert, wenn nicht, guckt es euch einfach nicht an. Und dann wollte ich nochmal was zu Bath & Body Works sagen. Ich muss sagen, dass ich bisher, deswegen möchte ich es auch mal einfach erzählen, weil vielleicht habt ihr einen Tipp, irgendeine Duftempfehlung, dass ich mit den drei Kerzen, die ich habe, echt ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen. Und zwar habe ich folgende Düfte. Einmal habe ich dieses türkise Wässerlein. Duftbeschreibung war genau mein Ding. Frisch, aquatisch, ein bisschen floral auch. Und der riecht gut nach sauberer Wäsche, aber der riecht, wenn man den anhat, überhaupt nicht doll. Und ich hatte immer so viel von Bath & Body Works Sachen gehört und dachte so, okay, ja, aber das kann auch jede andere Duftlampe für mich machen. Ja, es ist jetzt für mich, der holt mich echt nicht ab. Überhaupt nicht. Also der ist sehr subtil, ist was, was man gut im Bad wirklich hinter sich stehen haben kann. Der zieht euch einen Schlüpper nicht aus. Ja, ist nett. Packaging finde ich auch nett, um es als Deko im Bad stehen zu haben. Aber ich muss andererseits wiederum sagen, um dieses 27-Euro-Kärtchen als Deko im Bad stehen zu haben, finde ich es zu teuer. Also den fand ich echt nicht gut. Dann haben wir vermutlich aus derselben Serie die Variante Tiki Beach. Wollte ich unbedingt haben, weil Kokosnuss, Floral, Sonne, klang auch alles nach Birtchen. Aber Himmelarsch. Also da drischt euch aber auch die Kokosnuss um Schädel. Es riecht schon, finde ich, nach frischer Kokosnuss, aber wiederum ist es die künstlichste frische Kokosnuss, die ich jemals an meine Nase gelassen habe. Diese Lampe kann ich original 10 Minuten brennen lassen. Da habe ich den Migräneanfall vorm Herrn, Freunde. War also auch, ne? Ich habe die definitiv alle benutzt, ne? Aber es ist halt, ich muss es in sehr, sehr leichten Dosen haben. Also das ist mir zu krass, zu synthetisch, zu künstlich. Und ja, auch das war nicht so ein richtiger Gewinn für mich. Und als letztes war es dann die erste, die ich kaufte. Und zwar ist das die Variante Gelato. Die habe ich mir bestellt, weil ich einfach mal was... Ich wollte komplett aus meiner Komfortzone raus. Ich wollte weg von diesem süßen Kaschmir, frische Wäsche-Ding. Sondern ich dachte, ich möchte mal... Ich nehme was Frisches, Fruchtiges. So ein bisschen so einen kleinen Kinderduft. Ich nehme mal was ganz anderes. Und ja, es ist... Definitiv was ganz anderes. Es riecht 1:1 nach Ahoi Brausepulver Himbeer. Den finde ich noch von allen dreien am schönsten. Flashback Kindergeburtstag, kann ich da nur sagen. Also es ist sehr, sehr süß, aber den kann ich noch am längsten anmachen und riechen als die anderen. Also ja, wie ihr seht, ich habe leider keine so tolle Erfahrung damit gemacht mit Bath & Body Works. Ich werde auf jeden Fall nochmal weiter was probieren, aber vielleicht habt ihr eine Empfehlung, was ich mir angucken soll von den Bath & Body Works Sachen. Und ja, dann werde ich da nochmal schauen. Ich möchte allerdings nochmal eine große Empfehlung aussprechen. Und zwar muss man ja sagen, dass Bath & Body Works und Yankee Candle so die Marken sind, finde ich. Na, also ich finde, das sind so die bekanntesten Duftkerzen, Duftmelts Marken. Und es gibt relativ viele Marken, die so, auch was die Optik angeht, in diese Yankee Candle Richtung schlagen. Und ich muss sagen, mein Gedanke war immer, oh, das sind so ein bisschen so billige Abklatsche. Wisst ihr, wie ich meine? Und mein Freund hat dann mal, als wir bei TK Maxx waren, eine Lampe gefunden, eine Kerze gefunden, wo ihn einfach der Name und der Duft so angesprochen hat. Und da sieht man mal, wie unbeleckt Männer daran gehen. Und zwar hat der von der Firma Village Candle, die ich bis dahin überhaupt nicht kannte, eine Limited Edition gefunden. Und zwar ist das die Variante Forest Hike. Das erste, was ich hier super gut finde, ist, dass die Duftnote sozusagen direkt vorne auf dem Glas mit draufsteht. Und zwar ist das jetzt hier Rainforest Moss
Juniper und Dark Timber. Ihr könnt euch also vorstellen, es ist ein, wie die Optik es schon sagt, sehr grüner Duft. Hölzern. Und also ihr dürft euch vorstellen, ihr rammt euren Kopf in Waldboden. So müsst ihr euch das vorstellen. Der riecht frisch und grün nach Rasen, Moos, Blättern. Aber eben auch ein bisschen Räucher, ein bisschen geräuchert, ein bisschen Holz. Aber sehr, sehr sauber. Sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich wollte es einfach mal sagen, weil ich sehr überrascht war, als ich diese Kerze gerochen habe. Sie macht einen ganz tollen Duft. Sie hält unglaublich lange. Wir haben sie bestimmt schon ein halbes Jahr. Haben sie immer regelmäßig mal an. Und ich sehe diese Kerzenmarke relativ häufig mal bei TK Maxx, muss ich wirklich sagen. Wenn ihr also auch so ein bisschen im Kopf so Vorurteile hattet, was so diese Yankee Candle Firmen zweiter Wahl, oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, angeht. Es lohnt sich, definitiv. Also das ist so... Erstmal toller Duft, tolle Qualität, also sie hat kaum gerußt. Wir achten aber auch schon darauf, dass wir sie immer anschneiden. Natürlich vergessen wir es auch mal, aber wir achten drauf. Und ja, super angenehm. Village Candle, Forest Hike, toll. So, meine Lieben, das ist es gewesen, mein Duftkerzen Wax Melt Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, mein Empfinden, meine Duftbeschreibung. Ich hoffe, sie haben euch was gebracht. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen erahnen, was ich an Düften mag oder was wir an Düften hier mögen. Und ja, vielleicht waren ja ein, zwei Empfehlungen für euch dabei und ihr habt Lust, euch das mal anzuschauen. Ich werde euch den Shop, wo ich meine Sachen beziehe, definitiv mal unten in die Infobox schreiben. Ich gucke aber auch ganz oft bei TK Maxx, weil die einfach ganz häufig Duftkerzen haben für ein Apfel und ein Ei. Und ja, man da eben auch live die Nase dran halten kann. Also das kann ich euch auch immer empfehlen. Dann schreibt mir auf jeden Fall, wie vorhin angesprochen, eure Kerzen- oder Wachsempfehlungen unten in die Kommentare. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer wahnsinnig darüber. Ich werde euch auch nochmal hier die Möglichkeit eines Abos irgendwo hinterlegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt und ihr habt Lust. Ich freue mich natürlich auch darüber wahnsinnig. Dann drücke ich euch und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.